zurück. Also Satzball für Gacina. Die Möglichkeit zum Ausgleich in den Durchgängen. Zu 10 für Grille Süß. Auch er, was die Weltrangliste betrifft. Mit deutlich. Groß in dieser Saison bezüglich Christian Süß. Klasse! Damit also aus. 1-1 in den Sätzen. Kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Geburtstag gefeiert und wir sind zurück in der Partie von Christian Süß gegen André Gacina. Das ist hier ein Ballwechsel aus der Anfangsphase des dritten Satzes. Durchgang 1 war ja an Christian Süß gegangen mit 11:9. Beispielsweise eine Menge mit dem Mountainbike unterwegs. Das sind die anstrengenden Wochen in der Vorbereitung. Stuttgart hat zwei Titel zu verteidigen. Zum einen im Doppel an der Seite von Timo Boll und zum anderen mit der Mannschaft. 5-7 aus der Sicht von Gacina. Arg, als man von ihm die Ergebnisse, die Siege erwartete. Das ist in diesem... Table Tennis is coming home. Sehr kreativ. Der Ball ein wenig zu lang. Zunächst klasse in der Defensive, Christian Süß. Und dann bekommt er gleich die Möglichkeit zuzupacken. Von Cheftrainer Dirk Wagner bei diesem Spiel gegen Saarbrücken auf die Position 2 gestellt wurde. Zum Satzausgleich. Hier steht es 5:3 für Christian Süß. Klasse! Was für ein wichtiger Punkt vor allem für Christian Süß in dieser Phase. Endlich nochmal ein Punktgewinn für ihn. Damit macht er das 6:8. Perfekt. Also ein Auf und Ab. In diesem fünften und entscheidenden Durchgang zunächst. Klasse Ball von. Christian Süß kämpft sich dadurch, gewinnt am Ende 6 Punkte nacheinander. Und letztlich entscheidend dieser spektakuläre Punktgewinn zum 6:8, der die Wende im fünften Satz brachte. Süß bringt Borussia Düsseldorf mit 1:0 in Führung gegen den Aufsteiger 1. FC Saarbrücken. Und wir wollen mal rein. Was am Ende auch für Sie vielleicht sogar eine Spur zu viel Nervenkitzel? Ja, man hätte es natürlich im ersten Spiel lieber ein bisschen einfacher, ein bisschen ohne diesen Nervenkitzel. Aber ich denke, es war ein super Spiel. Er hat fantastisch gespielt, dafür, dass sein erstes Spiel in der Bundesliga war. Aber ich habe mir gesagt, ich muss an meine Grenzen gehen heute. Bin da rangegangen und dann am Ende habe ich glücklich auch gewonnen. Jetzt Timo gegen Leung. Wie fit ist Timo? Ich glaube, er ist ganz fit. Also er sah im Training ganz gut aus. Und ich denke, er bringt uns jetzt 2:0 in Führung und macht damit den Sack so halb zu. Dankeschön. Leung Shu Yan, 5:3 liegt Boll. Zu diesem Zeitpunkt er bereits los bei der Weltmeisterschaft in Yokohama, bei der er nicht an den Start gehen konnte im Bereich, um fit zu sein für eine lange Saison. Spielte ja in der letzten Saison noch für Plüderhausen. 4 Satzbälle. Es geht mit 11:6
an den Deutschen, an den besten deutschen Tischtennisspieler aller Zeiten. Er hat sich im Urlaub 3 Wochen lang, hat 4-5 Kilo zugenommen, wie er gesagt hat. Auch deshalb ordentlich zu 9 aus der Sicht des jetzt aufschlagenden Leung. Timo Boll, er, der den Kontinentalvergleich Asien-Europa ja ausfallen lassen musste wegen dieser Rückenprobleme. Da wird es das Rückspiel ja Mitte November geben in Istanbul. Schöner Ballwechsel. Es gab nicht viele spektakuläre Punkte. Die Dominanz von Boll. Dies hier der Punktgewinn. 3-6 aus der Sicht von Leung. Und einige Augenblicke später dann 5 Matchbälle für Boll. Also wie gesagt, ein unspektakuläres Match. Ein bravouröser Auftritt von Boll, überhaupt keine Frage. Ja, ich denke, ich kann mich nicht beklagen mit einem 3-0. Konnte ein bisschen Kraft schon. Es war ein gutes Match, um erstmal reinzukommen, erstmal wieder Vertrauen in den Körper zu gewinnen. Und mit der Leistung kann ich eigentlich sehr zufrieden sein. Und generell mit dem Eindruck, auch mit dem Körper, okay, wie hat es sich angefühlt nach längerer Pause? Ja, wie gesagt, man ist erstmal ein bisschen vorsichtig und zaghaft, aber es hat alles gehalten und das ist erstmal das Wichtigste. Und ich habe auch noch gewonnen, von daher 2-0 jetzt im Rücken, da sieht es ganz gut aus. 11-7 hatte Sayaki Ishikawa Durchgang 1 gegen Bojan Tokic gewinnen können. Jetzt sind wir hier im zweiten Satz beim Stande von 2-2. Dimi Ovtcharov für den Mann, der nach Charleroi gewechselt hat. Und Bojan Tokic, sein heutiger Gegner, ein Mann allerdings in Italien war und der froh ist, zurück zu sein. Vor allem natürlich bei Partien wie dieser, bei der eine solch tolle Stimmung in der Halle vorhanden war. Spieler vor allem darum geht, Weltranglistenpunkte zu sammeln. Aber jetzt war er natürlich drin in der Partie. 7-2 steht's im dritten für Tokic. Er hatte Durchgang 3 fest im Griff. Gehemmt. Satz 4, 6 beide steht's. 7-6 und hat... Also guter Einstand in der DTTL für Bojan Tokic, der holt den ersten Punkt für das Duell der heutigen Einser im Team, Christian Süß gegen Leung Chuyan, den 30-jährigen Hongkong-Chinesen. Und dies sind Bilder von Satz. Natürlich auch Süß, der klare Favorit in diesem Match, er als die Nummer 24 der Welt, stand im Mai dieses Jahres gefahren, unter anderem ja auch bei der WM die dritte Runde erreicht und das Achtelfinale nur knapp. Im ITTF-Ranking. 10-5. Von Krille Süß, von Leung. 9-5. Süß. Satzbälle, also 5 Möglichkeiten, um sich abzusetzen, um mit 2-0 in den Durchgängen in Führung zu gehen. Immer wieder prima. Folge für Süß. Das war ein konzentrierter Auftritt von Christian Süß, aber Leung kann ihm tatsächlich nicht das Wasser reichen. Lachende Gesichter hier im Burgwächter Castello. Das ist ja klar, wie sollte es anders sein? Die Heimmannschaft gewinnt mit 3-1 und die Gesichter sind natürlich auch lachend und happy, weil ihr Superstar gespielt hat. Timo Boll, schön, dass Sie hier sind. Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg und gleich die Frage, Sie haben gespielt, Sie haben gut gespielt, Sie haben klar gewonnen. Müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen über die bevorstehende EM in Stuttgart in 2 Wochen? Na, ich denke nicht. Ich habe mich heute gut gefühlt und bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ja, vor so einem Spiel weiß man nie so genau, wo man steht und heute lief es wirklich gut und
ich hoffe, dass es bis zur EM auch noch so weiterläuft. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Viele sagen ja, viele Tischtennisexperten, in diesem Jahr wird die Borussia nicht mehr unantastbar sein, weil Dimitri Ovtcharov weg ist. Wie beurteilen Sie die Situation? Ja, wir sind dennoch Favorit, das sagt, glaube ich, jeder Verein. Aber ja, wir müssen immer aufpassen. Man hat heute schon gesehen, der Aufsteiger ist auch bärenstark. Wenn das erste Spiel weggeht, dann wird die Partie ganz eng. Aber ja, die Routine hat heute, denke ich, gesiegt. Und ich hoffe, dass wir uns weiterhin so gut verkaufen.